Monatsübersicht. Ja, guten Morgen noch einmal, meine Lieben. Da ich so langsam alt werde, sehen wir uns an diesem Sonntag schon zum zweiten Mal und ich muss einen kleinen Nachtrag erstellen, weil das, was ich euch jetzt hier zeige, hätte eigentlich am Anfang des Beitrages stehen sollen, weil ich schulde euch ja noch eine kleine Auflösung des Bilderrätsels, was ich in meinem Community-Teil des Kanals gepostet habe. Und da der Little Earl nicht länger alone in the woods stehen soll, möchte ich das Ganze noch ganz kurz auflösen und noch ein Werk vorstellen, was ich tatsächlich auf meinem Monatsübersichtsstapel vergessen habe. Ja, der erste Teil des Bilderrätsels, da hat der gute Earl natürlich recht gehabt. Das war von Daniel Torres aus der Achte Tag. Schwarz ist der Winter Edition 52. Allerdings die Rückseite des Covers, da hatte ich diesen Bildausschnitt gewählt. Und der zweite Teil des Bilderrätsels bezog sich dann auf dieses Werk, was ich tatsächlich vergessen habe, euch vorzustellen, und zwar auf den Band Square Eyes von Anna Mill. Ja, Anna Mill ist hier in Deutschland wahrscheinlich etwas weniger bekannt. So, und ich habe mir die Augen aus dem Kopf gesucht, habe geschaut, ob es vielleicht irgendetwas von ihr auf Deutsch veröffentlicht gibt, aber leider ist dem nicht so, und soweit ich herausgefunden habe, wird es wahrscheinlich auch leider keine Chance geben, dieses Werk in naher Zukunft auf dem deutschen Markt sehen zu können. Und zwar handelt es sich hierbei um das grandiose Werk, ich kann das nicht anders sagen, Square Eyes. Wie gesagt, das Ganze ist von Anna Mill in Szene gesetzt worden, ist leider Gottes nur auf Englisch bei Jonathan Cape erschienen, in dieser wunderschönen, fast quadratischen, recht großen Hardcover-Ausgabe. Wir haben zudem auch einen sehr fetten, sehr umfangreichen Band, muss man dazu sagen, der wirklich äußerst schön gestaltet ist, nicht nur vom reinen Cover-Artwork, von den Zeichnungen her, sondern auch vom fantastischen, sehr aufwendigen Handlettering, muss man dazu sagen. Also ich finde, es macht allein äußerlich, macht es schon von den Covern her wirklich einen sehr tollen, sehr hochwertigen, sehr künstlerischen Eindruck. So, und wenn wir uns das Ganze mal von innen anschauen, bekommen wir hier wirklich eine sehr fantastische, sehr tolle Story präsentiert, und da kann ich wirklich nur an unsere deutsche Verlagslandschaft appellieren, beispielsweise Avant Verlag, Reprodukt Verlag. Da würde ich dieses Werk sehen, da ist dieses Werk mit Sicherheit extremst gut aufgehoben. Und ich erzähle euch noch ganz kurz etwas zur Story, weil das ist ein Teil, was sich absolut lohnt. Ja, ihr seht hier am Anfang eine ganze Reihe von recht kleinteiligen Schwarz-Weiß-Panels hier auf dieser Seite, die wirklich sehr detailliert gezeichnet sind, sehr präzise, sehr detailverliebt in Szene gesetzt worden sind. Und ich finde, das beschreibt wirklich einen sehr schönen Story-Anfang, weil wir haben hier eine Protagonistin, die uns anfänglich in Schwarz-Weiß gezeigt wird, die sich plötzlich auf der Straße wiederfindet. Das heißt, nach einer durchzechten Nacht hockt sie plötzlich auf der Straße, weiß nicht mehr, wie sie ist, fühlt sich dreckig, fühlt sich schmutzig, ist verwirrt. Eine leichte Amnesie, wenn man so möchte, weil sie erinnert sich nicht wirklich, wer sie ist, wie sie in diese Szenerie hineinkommt und so weiter und so fort. Also das ist schon ein sehr spannender, sehr mysteriöser Einstieg in diese Geschichte.
Und wie gesagt, die Speech-Bubbles, die uns hier präsentiert werden, die sind alle wirklich sehr, sehr aufwendig handgelettert, auch in unterschiedlichen Schriftgrößen. Also das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, das Ganze zu lesen. So, und im weiteren Fortlauf der Geschichte, die sich dann farbig fortsetzen wird, erfahren wir nach und nach, wie in einem großen Puzzle, etwas mehr über diese Welt, in der wir uns befinden, über diese Person, um die es hier letztendlich geht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr heftige, haarsträubende Geschichte, weil wir befinden uns in einer möglichen Zukunft, wie weit entfernt von unserer das tatsächlich sein mag, kann man an dieser Stelle überhaupt noch nicht sagen. Aber die Menschen oder die Welt an sich ist untereinander komplett vernetzt. Das heißt, es gibt in diesem Sinne keine Handys, keine Computer mehr und so weiter und so fort. Das heißt, die komplette Technik ist mittlerweile in den menschlichen Körper implementiert worden. So, und unsere Hauptprotagonistin hat zu dieser Technik interessanterweise keinen Zugang mehr. Das heißt, sie kann einfach ihre Körperimplantate nicht mehr aktivieren. Das heißt, sie bekommt keinen Zugang mehr zum sozialen Netzwerk. Das heißt, sie kann ihre Freunde nicht mehr kontaktieren. Sie kann keine Informationen mehr aus dem Netz abrufen. Sie kann nicht mehr einkaufen. Sie kann ihren Status in allen möglichen Bereichen nicht mehr checken und so weiter und so fort. Das heißt, sie kann selbst irgendwelche Bekannten und Freunde nicht einmal mehr anrufen. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, ich finde, das wird hier auch wirklich sehr, sehr eindrücklich gezeigt, allein an den Körperhaltungen und so weiter, die hier an den Tag gelegt wird, wird sie für die große, breite Menge, für die große Masse, die sie hier in dieser Stadt umgibt, wird sie quasi als unsichtbar dargestellt. Das heißt, die Leute nehmen sie überhaupt nicht mehr wahr. So, und wenn man hier auf den ersten farbigen Seiten als Leser schon genau hinschaut, dann sieht man, dass diese Zeichnungen, diese Grafiken, die uns hier meisterhaft präsentiert werden, aus mehreren Ebenen bestehen. Das heißt, wir haben meistens drei Ebenen, Vordergrund, Mittelgrund und einen Hintergrund, die teilweise in Halbtransparenzen überlagert sind. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Am Anfang denkt man sich als Leser in diesem Band Square Eyes noch nicht wirklich viel dazu. Man nimmt das als tollen grafischen Clou, nimmt man das einfach mal so hin. Aber ich kann euch nur sagen, ohne viel spoilern zu wollen, im Lauf der Geschichte bekommt diese Art der Arbeit, diese Art der künstlerischen Arbeit wirklich einen sehr, sehr tiefen, sehr beunruhigenden Sinn, der wirklich sehr stützend für die gesamte Story ist. Von der ganzen Kolorationstechnik her, von der ganzen Zeichentechnik her, das wird man in dieser Kamera mit Sicherheit nicht so gut sehen können. Wenn ihr euch diesen Band kauft, werdet ihr aber wissen, was ich meine. Erinnert dieses ganze Werk an die frühen Zeichnungen beispielsweise von einem François Skuyten, vor allen Dingen, was die Illustration, was die Charakterdarstellung angeht, habe ich mich da wirklich sehr, 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 sehr stark dran erinnert gefühlt. So, und unsere Protagonistin, die uns durch diese fantastische Science-Fiction Geschichte führt, macht sich also auf die Suche nach ihrem Leben. Das heißt, sie versucht herauszufinden, wer sie ist, wo sie gewohnt hat, welche Freunde sie hat und so weiter und so fort. Und nach puzzelt sie ihr eigenes Leben wieder zusammen. Und ich kann euch nur sagen, ich würde euch jetzt so gerne so viel über diesen Band erzählen. Bekommt sie raus, wer sie tatsächlich ist, was sie getan hat, wofür sie da ist und so weiter und so fort.
Und das ist so eine krasse, heftige Geschichte. Und ich kann euch sagen, diese Geschichte hätte auch tatsächlich aus der Feder eines François Skeuten entspringen können. Vielleicht eine sehr, sehr zukünftige Version der geheimnisvollen Stätte, wenn man so möchte. Und ebenso haarsträubend und mysteriös ist auch diese fantastisch umgesetzte, geschriebene Geschichte. Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich hoffnungslos von diesem ganzen Teil begeistert. Vor allen Dingen, was ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant finde. Wir haben zwischendurch immer hier so große Splash-Pages beispielsweise. Und auf diesen großformatigen Seiten wird uns gezeigt, wie dieses Netz, was hier aufgebaut ist, dieses virtuelle Lebensnetz, wie das Ganze funktioniert. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr interessante Sache, weil das Ganze beruht auf einem speziellen Computercode namens Voynix. Und aufmerksame Leser, denen geht natürlich sofort ein Licht auf, weil ihr kennt ja beispielsweise das alte Voynich-Manuskript, was seit Jahren versucht wird zu enträtseln. Da könnt ihr euch auch gerne bei Google einfach mal schlau machen. Und hier wurde einfach der Ansatz verfolgt, dass diese Buchstaben oder Zeichen, besser gesagt, aus dem Voynich-Manuskript in Wirklichkeit Piktogramme sind, die eine recht große Begriffswelt jeweils in sich vereinigen. So, und diese Piktogramme aus dem Voynich-Manuskript, die werden hier als eine Art Computercode eingesetzt namens Voynix. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wie das hier umgesetzt worden ist, auch zeichnerisch umgesetzt worden ist, weil es ist nicht einfach, solche virtuellen Welten zu komponieren und darzustellen. Und das ist der Anna Mill hier wirklich auf ganz großartige, fantastische Art und Weise gelungen. Vor allen Dingen haben wir zwischendurch immer mal wieder Einblendungen von diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen hier, die wirklich sehr detailliert sind. Die sind grandios, sind die umgesetzt. Die bieten uns immer gewisse Rückblicke, gewisse Erinnerungsrückblicke auf ihr Leben, zeigen aber auch gleichzeitig den Zustand unserer Protagonistin, wenn sie denn nicht unbedingt im Netz unterwegs ist. Und das finde ich wirklich grandios gelöst. Und wie gesagt, ich könnte euch jetzt noch einiges zu dieser Geschichte erzählen. Ich würde euch auch gerne noch einiges zu dieser Geschichte erzählen. Mich hat das absolut geflasht. Und ja, wenn ihr euch dran traut und Englisch lesen möchtet, Englisch lesen könnt, dann sei euch dieser Band aus dem Verlag Jonathan Cape wirklich sehr ans Herz gelegt, weil ihr werdet mit einer grandiosen Geschichte belohnt. Wie gesagt, Parallelen zu François Skeuten sind wirklich meines Erachtens gegeben an dieser Stelle. Ihr bekommt wirklich ein schönes, sehr, sehr fettes, sehr großes, umfangreiches, toll verarbeitetes Hardcover zur Hand und vor allen Dingen zu einem erstaunlich kleinen Preis. Also ich habe das gerade mal für 24 Euro so viel erstanden, und von daher traut euch daran, lest vielleicht mal etwas Englisches, weil ich fürchte wirklich, dass wir dieses Werk von Anna Mill leider auf dem deutschen Markt nicht sehen werden. Ja, von daher, das war mein Nachtrag für heute. Ich werde euch jetzt auch nicht weiter nerven. Wie gesagt, das liegt ein wenig am Alter. Ich denke, der Earl dürfte jetzt auch beruhigt sein, weil das Bilderrätsel aufgelöst ist. Wie gesagt, das zweite Bild in diesem Bilderrätsel bezog sich auf Square Eyes von Anna Mill. Von daher gehe ich davon aus, dass der gute Earl das noch nicht sein eigen nennt oder es vielleicht verdrängt hat. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst mir ein Abo da und kommentiert fleißig. Kauft euch vielleicht auch mal ein englisches Werk. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen.
Die Monatsübersicht.